Hallo Leute, willkommen zu Dimmerus, ich bin Dömer. Ich bin Ahmed. Wir sind heute mal wieder bei Server Workshop in der Heberstraße 193 in Bielefeld. Wie ihr sehen könnt, hat sich ja einiges getan. Ahmed hat hier tatkräftig umgebaut. Ja, Ahmed, erzähl mal, was hat sich denn so geändert? Jo, in den letzten drei Tagen haben wir, wie immer schon gesagt hat, haben wir umgebaut. Wir haben komplett den Laden auf den Kopf gestellt. Ja, damit es einfach für euch ein bisschen übersichtlicher ist, der Tabak. Alle Stammkunden, die uns kennen und alle, die hier schon mal im Laden waren, wissen, der Tabak war ziemlich unübersichtlich geordnet und alles aufeinander gestellt und ja, viele solche Sachen. Und wir haben das jetzt so gemacht, dass das ein bisschen benutzerfreundlicher ist, dass das kundenfreundlicher ist, die ganze Sache. Ihr habt hier eine ganz große Tabakauswahl, eine ganz große Marken vor allem Auswahl. Das heißt, wenn einer mal, sagen wir mal, kein Daher Lina mag, der mag Adalia, Adalia haben wir. Er mag kein Adalia, er mag Al-Mahmoud oder Caesar, wir haben alles da. Und ja, die gängigsten Sorten, die gängigsten Geschmacksrichtungen. Wie gesagt, Pfeifen, Tabak, Kohle, alles so sortiert, dass ihr das gut finden könnt. Eine gute Auswahl, das heißt, ihr habt, ja, wie soll ich das sagen, ihr habt von jedem etwas, so dass ihr euch selber aussuchen könnt. Rauchen. 40 oder 30 Sorten hier, ne? Ja, ungefähr. Ja, das ist hier so, wenn ihr jetzt keine Tomkohle mögt, ihr mögt Al-Ajman-Kohle oder ihr mögt Stora-Kohle, dann ihr habt die Auswahl auf jeden Fall. Das sind 6 Marken hier, glaube ich, ne? Ja, circa 6 Marken. 6 Marken, auch Kokobri-Kohle unter anderem, Chitora und Tomkokocha Gold und auch die Selbstanzünderkohlen, ja. Gold River und 44, was es so gibt, die man halt kennt, für die, die es benutzen. Auch zum Beispiel einen guten Kohlenanzünder, Elephant. Mit Überhitzungsschutz. Ja, was kann man eigentlich sagen? Also, der Laden hat sich wirklich viel gemacht bei dir. Mhm. Wie man sehen kann, weißt du, du hast auch kompetente Mitarbeiter. Ja. Man kann hier auch ab und zu aus einer Pfeife fahren, kann man auch direkt probieren, was man da raucht und so. Natürlich kann man nicht immer eine Pfeife machen. Wenn weniger los ist, dann kann man mal. Ja, klar, so, dann, wenn mal weniger los ist. So, dann kann man auch probieren, welchen Tag man im Kopf. Das ist auch so, ziemlich gut, finde ich. Du hast auch solche wie im PC auch sehr gute Pfeifen mit Klicksystem. Du hast Silikonschläuche, du hast hier Egerhose, was es so gibt, Eisbazookas, Kaminköpfe, Glasmundstücke. Wir haben ja jetzt schön eingekauft, ne? Wir haben richtig schön eingekauft, wer bei Shisho uns verfolgt. Ich poste da und damit auch immer so aktuelle Bilder. Und ja, du kannst auch eigentlich fast garantieren, dass fast jeder Tabak gefolgt ist, ne? Ja. Also wir versuchen so gut wie möglich, dass jeder Tabak wirklich feucht ist und ja, dass man halt den nicht anfeuchten muss, dass man schön einen Rauch-Erlebnis hat. So. Das ist auf jeden Fall für uns sehr wichtig, weil die meisten, das sind nicht so die Leute, die jetzt sagen, ja komm, gib mir einen trockenen Tabak, gib mir die Molasse, ich feuchte den selber. Ganz ehrlich, ich bin auch nicht der Fan davon und viele mögen das auch nicht, die wollen gleich den Tabak nehmen, gleich losrauchen, nicht erst 2 Tage warten, bis er richtig durchgezogen ist. Und wir sind immer in ständigem Kontakt mit den Großhändlern, mit, die auch unsere Freunde sind, kann man sagen. Wir haben echt ein gutes Verhältnis mit denen und die sagen uns direkt, welcher Tabak feucht ist, welcher gerade trocken ist, welche Produktionen das sind. Ne? Man braucht keinen ausländischen Tabak, um feuchten, guten Tabak zu haben. Das ist auch möglich mittlerweile mit einem deutschen Tabak, unter anderem mit Marken wie Lerlina und Al-Mahmoud und Adalia und Caesar und Impera aus Sinas. Auch was ganz Neues, Ahmed, kann man so eine Dose haben. Hier ist zum Beispiel der Kankan. Ist eine sehr neue, ist eine relativ neue Marke. Ich habe die noch nicht probiert. Ich werde es wahrscheinlich heute mal machen. Mhm. Auf jeden Fall, die ist feucht. Wir haben schon auf einer Dose gesehen. Und ja, das ist immer mehr feuchten Tabak. Und ja, Geschmack, da lässt sich natürlich streiten. Manche Marken schmecken intensiver, andere weniger. Dafür kann der andere ein bisschen mehr Hitze ab. Und so weiter. So für jeden was dabei. Auf jeden Fall. Leute, vergiss nicht, Heberstraße 193 in Bielefeld, ein Besuch lohnt sich. Ahmed ist immer da und wenn Ahmed nicht da ist, hast du auch Mitarbeiter, die sich gut auskennen. Ja, auf jeden Fall, und man kriegt hier wirklich fast alles, was man auch im Internet sieht, in den Shisha-Läden und so. Also die Shisha ist schon sehr gut ausgerüstet. Okay, so ganz spezielle Sachen muss man wahrscheinlich bei dir dann ordern. Dann sagen, dass es dann vorbestellen. Ja, ne? Was wir jetzt an speziellen Sachen sagen. Weißt du, so Siebköpfe zum Beispiel, wie so ein Broboot Phoenix oder Kaya Bird Hunter. Ja, die kommen aber den 80-80-Kopf. Der 80-80 kommt jetzt sowieso. Den kriegen wir auf Lager auf jeden Fall. Wir haben ja den
sieht man vielleicht noch, wir haben den... Wir testen den gerade. Ja, wir haben den hier als Prototypen bekommen. Und wir kriegen den auf jeden Fall, bestellt ist der schon. Und wer jetzt nicht aus dem Internet bestellen, wer den sofort haben will, die nächsten Tage, dann haben wir den auch auf jeden Fall auf Lager. Ja, und sowas wie Burger. Du bist jede Woche, zwei Wochen bist du im Großhandel, um Nachschub zu holen. Also ist immer wieder was Neues dabei. Also immer wieder noch reinschauen, Leute. Ihr findet immer was Neues. Ja, ich denke, das wär's. Überzeugt euch selber, kommt vorbei. Ahmed erwartet euch. Und bis zum nächsten Mal.